Mein Gott, das geht mir auf den Sack, ja, dieses, diese. Was macht überhaupt für eine Entlüftung auf dem Klo? Was macht das überhaupt für Sinn? Da denken die, da geht der Gestank weg? Ja, bestimmt nicht. Sein Gäser. Ich saug den Gestank raus. So, pass auf jetzt hier. Wir haben unsere Säge frisch eingetroffen. Ich weiß nicht, ob die wirklich Metallsäge. Wir werden es ja gleich herausfinden. Dann haben wir hier das kaputte Gedöns. Ja, das ist ja hier schön. Man sieht's. Wo ist es hier? Ja, da. Ne? 20 years in the making. Ne? Normalerweise gehört das ja so irgendwie dran. Ne? So, ne? Ungefähr. So, und so muss das irgendwie auf die Länge gestutzt werden. Was ist denn das hier überhaupt? Wieso kriegst du das? Muss das auch ab? Ich weiß es nicht. Ja, eigentlich schon, irgendwie. So, pass auf. So, da haben wir. Ich muss das hier hinlegen. Ich brauche ja, ne, das ist ja nur keine exakte Wissenschaft. Das muss aber eine sein, ja. Das wird sonst nicht. So, pass auf. So, genau. Ne, irgendwie ist das aber gerade rum, ne? So, pass auf. Das muss so exakt wie möglich gemacht werden. So. Ich lasse hier mal ein bisschen mehr Spiel. Würde ich mal sagen, ne? So ungefähr hier, ne? Wir können ja noch nachbessern. Ja, schön. Ja, nicht immer einen kleinen Strich kriegst du hin. Das wird gleich wieder schief hier. Super. Tja, damit wollte ich eigentlich meine Superkarriere starten. Immer so, ne? Ein Ding dabei, ne? Falls jemand Autogramme will auf den nackten Brüsten. Aber, er kommt nicht. So, pass auf. So, jetzt werden wir das hier neu stoppen. Ja, irgendwie, ich weiß nicht, ne? Also wir schnippeln ja jetzt bis hierher ab, ne? Das heißt, ab hier geht's neu bis hier hoch. Also bis hierher ungefähr, ne? Es müsste schön und so. Ich hab keinen Plan. Oh, nee, das quietscht da schon, wenn du es dranhältst. Oh. So, was ich jetzt noch brauche, ich habe hier kein Mufflonhalter 5000, ne? Jetzt muss ich irgendwie das halten. Ich brauche irgendwie einen festen Tisch oder sowas, ne? Ja, schon geht die Suche los. Ich überlege gerade. Ich habe hier mal was vorbereitet, ne? Für den Fall, dass ihr Blut spritzt, ne? Finger nochmal näher dran. Oh, ich mache hier kein Register. Ich bräuchte. Wieso hab ich nicht gleich elektrischen Trennschleifer gekauft? Meine Finger sind zu nah dran. Als ob die Klamotten was helfen. Oh, ich rutsch ab hier. Das ist eine Scheiße. Von wegen Standard. Hier, da wird ja nicht fest. Ja, und hier kann ich nicht zur Seite, hier geht das nicht. Wegen dem Mummel hier. Jetzt bellt da draußen ein Hund rum, der lacht mich aus, hä? Der lacht mich aus, der Friedwart. Ich hab hier keinen festen Griff. Das Einzige, was hier fest greift, ist die scheiß Säge. Die greift mir ein bisschen zu fest. Die Föten waschen und die dreckigen Teller aufwaschen. Sind das zu viel verlangt? Offenbar. Oh, warte, warte, hier, pass auf, ich glaube, ich kann es hier. Oh. Oh, scheiße, es ist, naja, ja. Mühe länger, hä? Ja, das dachte ich mir schon, wieso geht das jetzt nicht rein? Ja doch, irgendwie. Das ist hier falsch. Nee, es passt schon. Ja, vorhin ging das doch noch. Ah, jetzt. Man braucht bloß ein bisschen, ne? Schmackes. So.
Gut, probieren wir es mal, ne? So, willkommen unter meinem größten Waschbecken. Ich war hier noch nie, macht euch bequem, fühlt euch zu Hause. Jetzt ist das Ding ja hier abgegangen worden, ne? Muss erstmal hier, das muss erstmal drauf gefriemelt werden. Ich hasse so eine Puzzle-Scheiße hier, wie rum nu? So. So, und jetzt, aber irgendwie hier fehlt doch auch ein Gummiring, hä? Wir drehen das erst nochmal zu und dann gucken wir mal, was raussucht. So, pass auf jetzt. Jetzt kommt der Eimer zum Götzen. So, der Bibus ist dran. Was haben wir? Es tropft, aber wo? Da ganz oben. Ja, voll rein in die Brühe, du Kackvogel. Das tropft doch immer noch. Ja, jetzt kann ich das aber nicht mal zuschreiben. Vielleicht muss es einfach bloß feste gedreht werden. Da ist die Gummi dran. Ich gucke mal, ob ich irgendwo eine Zange habe. Ich hatte irgendwo eine Rohrzange. Ich finde die bepisste Rohrzange nicht. Hier. Hier habe ich über... Ich habe an dem Ding habe ich nicht gemacht, aber hier ist ein Riss drin. Ich fühle das. Das kannst du dir nicht ausdenken. Ich, an dem Ding hab ich gar nicht gemacht. Ja. Tatsache. Hier oben ist dicht. Jetzt ist das im Arsch. Ja, willst du mich verarschen? Haben wir schon irgendwie mal irgendwas zum Kleber oder so? Ach, das kann nicht wahr. An dem Ding hab ich überhaupt nicht gemacht. Das Ding ist neu und da lecke mich am Arsch, du billiges Stück Scheiße. Oh, echt, hä? Das ist so belastend, dieser Rotz. Sag mal, der Made in Germany oder öff. Ich möchte doch einfach bloß mal meine Gelumpe abwaschen, weißt du? Du gehst mir so hart auf den Sack. Du bescheuertes Rohr. Gas, Wasser, fucking Scheiße. Ja, wir sind noch nicht fertig. Jetzt ist das ja öder. Ich krieg die Krise hier. Komm mir her, du dumme Sau. Was ist denn das? Dieses Gefriemel. Sag mal, funktioniert das? Das kleckert doch hier immer noch. Das kleckert hier unten rein oder was? Nee, unten. Ja, ich bin doch fertig. Ich krieg das ja nicht dichter. Jetzt ist ja das im Arsch hier. Ja, was ist denn das für ein Klebescheiß? Oh, jetzt fummel ich hier an dem Klebeband rum und das bringt der Öbel doch bloß nicht. Das tröpft einfach weiter. Ja, jetzt ist das Klebeband zu Ende. Ja, wozu hat man's denn? Ich brauch Isolierband oder sowas. Hab ich noch sowas? Shit hier. Ja, die Rollen werden nicht kleiner. Hab ich jetzt erst mit der Rumpelkammer gefunden. So, wir gehen die Scheiße. Wo ist denn hier, ne? Wo ist das jetzt? Meine Fresse. Ja, und nu? Ich krieg das hier nicht rum. Was ist das jetzt hier? Was erlaube Rohr? Dahin muss ich. So. Alter, weißt du, da hätte ich mir das alles sparen können. Hätte ich gleich mit dem Klebeband arbeiten können. Das gibt's da wohl nicht, hä? Hier an der Seite tröppelt es wieder raus. Wasser findet einen Weg.
Mal gucken, wenn du, was du sagst, ob du nach oben kriechen kannst. Du dumme Kacke. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Hier ist doch viel zu wenig Klebeband. Ja, hier nicht am Gewinde. Das bringt uns nämlich nicht. Das bringt uns keine Punkte. Oder muss ich mir jetzt auch noch so ein Ding kaufen? Ich hab die Schnauze voll. Ich hab diesen Monat kein Geld mehr für so einen Scheiß. Ich krieg das jetzt ab. Ja, genau, ich kann boxen, damit alles so ruppt. Das ist doch alles Rotz. Was ist denn hier los? Wieso droppt denn das hier? Das hat man doch schon, das Thema. Ja, echt, hä? Au! Ich hab keinen Bock hier. Ich bin kein... Dingsbums hier. Rohr, Mann. Ich bin Gamer. Für alles andere bin ich zu behindert. Sippt ja trotzdem hier, ne? Es tröppelt immer noch. Also das, was ich gemacht habe, funktioniert, ne? Nur hier. Das U-Stück. Leck mich doch fett hier, wenn ich nicht gebrochen werde. Ich soll schon das meinen Katzen klar machen. Wir können nicht aufs Katzenklo. Gibt sich alles Bates. Entweder nasser Arsch. Also, da muss ich mir bei nächste Woche noch so U kaufen, ne, bei Kraftzahl. Nächste Woche? Und nächsten Monat? Oder so, ne? Man kommt ja gar nicht dazu, mal Geld zu sparen. Man muss es ja ständig auf den Kopf hauen, weil es heutzutage ja nichts mehr gibt, was mal länger als 5 Jahre hält, ne? Das ist ja unglaublich. Weißt du, worauf das hinausläuft? Ja? Das sind alles absichtliche Sollbruchstellen, ja, und die klettern immer weiter, bis du dir dann sagst, jetzt kaufe ich mir ein neues Waschbecken. Mit Armaturen. Alles. Weißt du? Darauf läuft es hinaus. Aber das ist dann eine Sache vom Vermieter. Das ist, da habe ich okay, da, nö. Weißt du? Ich meine, das ist ja alles Verschleißgelumpe, ne? Das ist ja alles Wohnverschleiß. Da weiß ich aber nicht. Also bei uns im Mietvertrag steht drin, glaube ich, bis 300 Euro muss jeder so selber kleine Reparaturen bezahlen. Ne? So, da sind wir. Ich bin umgeswitcht. Hier. Da umgeschabt. Hier an der Nase habe ich auch schon wie so ein Gerät. Meine Fresse. 1980, ich will heute noch einkaufen. Was ist denn hier im Phase? Aber weißt du, wenn Mama mal nicht da ist und dir beim Anziehen hilft, hä? Ich sehe trotzdem, das passt doch vorne und hinten nicht, hä? Das hab ich schon von einer Wasserbombe gekriegt, egal. Ja, also offenbar, ne? Es wäre ja zu schön gewesen, wenn es so einfach gewesen wäre. Was ist einfach, ne? Ich hab mal ihn abgebrochen, weil ich so, scheiß Säge, ja. Und jetzt ist dann das nächste Teil kaputt. Warum gibst du nicht alles komplett? Ich hab schon mit den Gedanken gespielt. Weißt du, 30 Euro hast du den kompletten Siphon komplett. Aber da wäre der Höhe wahrscheinlich eh wieder scheiße gewesen. Hättest du sowieso sägen müssen. Das wird ja noch eine Lebensaufgabe. Siphon, U-Stück. Das ist das ganze Gerät. Aber es sieht so aus wie meins, ne? Ich brauche eigentlich bloß das U-Stück. Aber das sieht ja ein bisschen anders aus. Ich muss nach dem Gucken gehen, weißt du? Ich muss vielleicht wirklich, so doof wie das klingt, ja, weil ich krieg hier keine nützlichen Tipps. Ja, ne? Sonderpreis, Baumarkt. Ich muss wahrscheinlich wirklich in den Baumarkt rein, ne? Röhrensiphon aus Metall verchromt. Ja, das Mittelstück hier brauchst. Und dann passt das wieder nicht. Du kriegst das Ding ja hier komplett. Für 6,79 Euro. 3 bis 5 Werktage. Und das sind wir wieder. Ja? Wurstmesser. Und dann steht hier immer was von Standard und so. Weißt du? Und hier kommt so, hier ist so. Und dann ist es wieder kein Standard. Und hier ist für den Gartenschlauch. Schlauchverschraubung. Ja.
1¼ Zoll. Das kennen wir schon. Das müsste also passen. Mal 32 Millimeter. Also 32 Zentimeter. Nee, 32 Millimeter sind 3,2 Zentimeter. Mitgelieferte Dichtung. Aber dann passt es wieder nicht. Hier sind die doofen Gummiringe. Dreierpack für 1,5 Zoll. Für 1¼ Zoll. Oh. Weißt du, warum gibt's denn das nicht einfach mal in einer DIN-Norm? Ja? Für Dullis wie mich. Ja, da gibt's nur Rosette und Dichtung. Ja, meine Rosette ist immer dichter. U-Stück. Für mich ist das ein U-Stück. Wie heißt denn das hier? U-Stück. Ja, siehst du, ich war doch auf dem richtigen Weg, aber ja, ihr kriegst ja gleich den kompletten Scheiß und nicht hier Teile. Das ist wie das Telefon, weißt du, wenn der Akku kaputt ist, kannst du wegschmeißen, kannst du gleich ein neues Handy kaufen. Das ist der Wegwerfgesellschaft, weißt du? Und genauso ist das hier. Also den Tauchsieder. Engelbach-Siphon. Ja, weißt du, wie du heißt, das ist mir doch scheißegal. Engelbach. Siphon für Spüle. Nee, ich brauch, warte. Siphon. Einzelteile. Ersatzteile für Siphons von Bächlein. Ja, das Bächlein hab ich im Bad. Augen auf. Bei der Firmennamenwahl. Scheiße hier, Amazon. Das muss ich wieder vom Konto abziehen lassen. Sanitär- und Heizungsscheiße. Ja, komm ja, ja damit. Nee, ich brauch den Stab nicht. Das ist alles, was ihr habt. 3 Produkte. Und hier die kleinen Ersatzteile. Gummimanschette. Tauchrohr. Das war's. Oder wie? Für Siphons. Das ist alles. Das Mittelteil gibt's mir hier nicht, oder was? Ablaufgarnituren. Meine Garnitur ist lange abgelaufen. Da hilft bloß noch Plastitite. Spültisch? Wer sagt denn Spültisch? Die Plastisiphons, Junge! Kann man bestimmt leichter sägen. Nee, das wird ja nicht. Die wollen eben nur ja diese Krütze verkaufen. Die wollen keine Ersatzteile. Die wollen nicht, dass du da was reparierst. Du sollst alles neu kaufen. Ich krieg das Mittelteil. Ich krieg nur die lange Stange. Isolierung. Solarbedarf. Ja, ich werde wohl meine Solaranlage nie haben, weil ich da ständig Geld ausgebe für so einen Schwachsinn hier. Lüftungsbedarf, Armaturen, Kartuschen, Ablaufsysteme. Ich brauche nur das Teil oder das Mittelteil. Leck mich am Arsch. Ja, noch einmal 10 Euro. Mach mir doch lieber was anderes. Sächsisch. So geht Sächsisch. Was ist Blümchenkaffee? Übersetzung? Ein sehr dünner Kaffee. Also das, was ich zuletzt immer von Jakobs geholt habe, ne? Die Billigangebote. Friemeln, das ist das, was ich vorhin unter dem Waschbecken gemacht habe. Ich habe an diesen ganzen Gedöns rumgefriemelt, ne? Rumgemehrt, sagt man auch, ne? Gemehrt. Und gefriemelt. Friemeln, ne? Man fummelt irgendwo dran rum. Und da das nicht geklappt hat, könnte ich ningeln. Ningeln, anderes Wort für weinen. Ja? Man ningelt rum, man heult rum, ne? Und für mich ist das, was ich gekauft habe, hat zwar funktioniert, aber der Rest ist alles für mich Beschmu. Also Beschiss, Betrug, ne? Alles Beschmu. Die machen Beschmu. Und ich bin so dreckig, da werde ich mich erstmal auspelzen. Also auspelzen, sagt man ja auch, ne? Also ausziehen, ne? Weil der Pipus war undicht, ne? Der Pipus. Pipus ist so ziemlich, aber warte mal, vielleicht erklären die das besser. Sex für alle. Nee, ist genau dasselbe. Also Pipus ist ein Pipus, ja? So ein kleines Knöpfchen, ne? Oder halt irgendwas, wo du dran rumfriemelst, ne? Ein Pipus, ne? Und dann haben wir Euer, ne? Im Sächsischen gibt's 2 verschiedene Arten, ja, zu sagen. Einmal nu, ne? Willst du Bier? Nu. Ne? Und dann eine Steigerung der Bejahung. Das gibt's sonst nur schon 2, außer bei uns, ne? Eine Steigerung der Bejahung. Zum Beispiel, ist Heike schwanger? Nu. Also ja, ne? Und dann kommt so eine, ja, aber Heike haben sie doch
Eierstöcke entfernt, die kann doch gar nicht schwanger sein. Und dann bestärkst du das mit Eier. Ne? Heike ist schwanger. Heike ist schwanger? Nö. Ja, die kann doch gar nicht schwanger sein, da haben sie doch die Eierstöcke entfernt. Ja, Eier! Eier! Weißt du, das ist eine Verstärkung. Außen, was auseinander posimentieren, das ist, wenn man was umständlich erklärt, wie ich gerade. Obwohl, die, das ist ja schon ausgestorben. Das kommt aus dem Französischen, braucht keinen Schwanz. Ja, nicht mal Französen brauchen Französisch, ne? Die sollen Deutsch lernen, wir haben es ja versucht. Guck dir jetzt an, ne? Was ist es? So. Osterländisch, ja, das ist Sächsisch. Also unser Sächsisch, mein Sächsisch hier. Der osterländische Dialekt wird vor allem und in und um Leipzig gesprochen und zeichnet sich durch seine klaren, prägnanten Vokale aus. Nö. Also, ja, das ist auch echt krass, ne? Ja, also, wer Sächsisch lernen will, also niemand, ne? Entweder man kann es oder man kann es nicht, man kann das nicht lernen, ja? Da muss man sich mit uns abgeben, ne? Und wer will das schon? Nicht mal wir selber, ne? Ich geh weg und so, dein Bibus stinkt. Nö. Der stinkt doch gar nicht. Oh ja! Trinke dein Blümchen Kaffee und friemel nicht an deinen Pippus rum. Dann fängst du wieder an zu ningeln. Allerdings werde ich dann das Klebeband entfernen. Ich glaube, das Klebeband, die machen doch, hier, die zeige ich mir doch ein Piepmatz. Weißt du? Aber meine Idee wäre halt vielleicht noch, das irgendwie mit Silikon zu verschließen. Weißt du? Was kostet denn so eine Silikonpulle? Bleibt das da dran hängen, haften? Von innen? Ne, von innen nicht, ne? Von außen, ne, oder? Gibt's nicht so einen Gummiüberzug für die Dinger? Das löst aber das Problem nicht, das ist doch dann bloß, weißt du? Da fummelt man wieder am Symptom rum, aber nicht an der Ursache. Für Gas? Ja, gucke. PVC. Aber Gas in Trinkwasserleitung, das Druckrohrleitung und drucklose Rohrleitung. Aber PVC. Fischerdichtkleber. Fischerdicht dichtet frische Fische. Was? Wasserbeständiger Universalkleber. Handliche Tube. Ist mir doch scheißegal, ob die Tube in der Hand passt. Eine handliche Tube. Für unterwegs, ne? Falls der kleine Rohrbruch kommt. So ein Scheiß. In der Hofbau sind so ein bisschen gaubeln. Lecke mich doch. Arsch! Reiniger und Abdichtbänder. Ja, Abdichtband! Dichtband! Ist das so dicht? Ja, guck da! Fieberdichtung, gewebeverstärktes Abdichtband. Hohe chemische Beständigkeit, das soll wasserdicht sein. Für Metall- und oder Kunststoffverbindung. Gas, 5 Bar, Wasser, Dampf. Kann doch nicht sein, dass ja alles eine Wegwerfgesellschaft ist. Die Reparatur einer undichten Kupferrohrleitung. Muss ich jetzt auch noch Mineralogie dazu geben. Ist einfach. Je nach Dringlichkeit in ihrem handwerklichen Geschick und schön bin ich raus. Bieten sich drei Methoden ein. Abdichten des Lecks mit Epoxidharz. Reparieren des Lecks mit einem Stück Gummi. Und einer Schelle. Ersetzen des beschädigten Kupferrohrs durch ein neues. Na, was denn du sagst? Wie repariert man ein Riss im Rohr? Klebe. Ich meine, ich brauche sowieso Silikon. Ich will ja meine Dusche abdichten. Also mein Werkstück, was ich gemacht habe, das hat reingepasst. Das war nicht das Problem. Ich habe schön gesägt, ein bisschen geknickt, ein bisschen geruppt, ne? Wenn gehobelt wird, fallen Metallspäne und so. Dann habe ich das reingefriemelt, ne? Und dann war das relativ dicht. Und dann fing das aber, dann war das dicht. Außer dann, wo das andere da, das war kaputt. Aber das war eine ganz andere Stelle. Das war auch ein ganz anderes Teil. Ich verstehe es nicht. Tja, Leute. Es geht weiter. Ja? Das Abenteuer geht weiter. Weißt du, wenn ich ein Handwerker, wenn ich einen Rohrmann bestellen würde, ne? Guten Tag. Guten Tag. Ich möchte ein Rohr verlegen, ne? Dann lege ich erstmal das Bad mit Stroh aus. Also natürlich nur wegen der Feuchtigkeit. So. Ich meine, man sieht da dann so auch den Klempner-Porno. Außer der hat den Blaumann an. Das ist natürlich dann so die Burka-Version des Klempners. Ne? Aber normalerweise der Klempner, ne, hinten
Das Klempner-Dekolleté, ne? Also für den Preis möchte ich das schon sehen. Ja? Ein richtig schönes, haariges Klempner-Dekolleté, ne? Aus dem der Dampf rauskommt. Ich lache jetzt, ja, aber ich überlege mir gerade, was noch? Ja, was noch? Wenn ich jetzt einen kompletten Siphon bestelle, wird das eh nicht. Das ist irgendwie die Größe verkehrt oder sowas. Und so ein fettes Rohr, das säge ich garantiert nicht mit diesem Ding da hinten. Da schleiche ich mich in meine alte Schule rein, in den Werkraum, spanne das Ding ein und dann geht das mit dem Elektrowerkzeug zur Sache. So, ich bin auf eure Tipps gespannt. Ich bin sehr auf eure Tipps gespannt. Vielleicht helft ihr mir mit Tipps. Weil dümmer als ich kann man sich ja nicht anstellen. Ich gebe mir Mühe, ne? Aber ich bin nun mal kein Handwerker. Das ist absolut nicht meine Stärke. Und ich habe jetzt nicht schon alles gemacht, aber jetzt ist wieder ein anderes Teil undicht. Und wenn ich das Teil dann mache, ist wieder ein anderes Teil. Es ist ein Rattenschwanz, ne? Ein Rattenschwanz, den man irgendwie abdichten muss. Am billigsten was abdichten. Irgendwie so Gummimanschette drüber, aber da sind wir wieder bei der Größe. Länge, Dicke, Breite. Gib mir Tipps. Ich bin immer noch für Silikon. Weil ich brauche sowieso Silikon für die Dusche. Shit hier. Was haben wir denn hier? Ja, gucke, das ist doch hier. Sanitärsilikon. Dauernassbeständig. Bad, Küche, Dusche, Feuchträume. Feuchtraummuschi. Ich bin mit meinem Latein noch nicht am Ende, aber die letzten Seiten des Reparaturdudens sind bald erreicht, ja. Undicht. Ich weiß, ich bin nicht ganz dicht, aber warum muss das auch für mein Bad gelten? Ich war anschließend einkaufen und ja, ich habe dann bei Netto etwas entdeckt. Erstaunlicherweise, nämlich ein Reparaturklebestreifen gedöhnt und für 10 Euro und ich habe es mir natürlich dann auch geholt. Was für ein Zufall. Ja, ich habe hier auf der Frontkamera blöderweise kein Licht. Und hier unten ist auch kein Licht. Ich habe kein Licht. So, jetzt mache ich erstmal die Bude offen. Hier, das Gedöns. So, jetzt, das tröppt und sippt. Hä? Jetzt müssen wir das schön wieder abmachen. Hä? Zum Glück verschleißt er sowas nie, ne? Rohr ab, Rohr dran. Leg mich doch fett hier. Na komm jetzt hier. Ach, geht das. So, jetzt müssen wir hier mit dem Cuttermesser das Ding hier erst einmal irgendwie wieder... Warum macht das Klebeband überhaupt drum? Bringt das sowieso nicht. Shit hier. Jetzt ist das Cuttermesser noch festgeklebt. Was kommt jetzt noch, eine Kindersicherung oder was? Oh Gott, ist das niedlich. Für die kleine Mörderin von morgen. Damit kann man Kevin bestimmt schön aufschlitzen. Aber naja, so, jetzt müssen wir ja versuchen, dass wir das ja schon wieder abkriegen. Oder erst übelst ein aufgerissen, damit wir es ja dran kriechen. Jetzt kriechen wir es ja nicht mehr ab, oder was? Ja, immer vom Körper weg, ne? Ganz praktisch. Komm hier, mein Gott, jetzt muss ich das... Oh. Wie könnte man das ja nochmal steif stellen? Ich kenne mich damit nicht aus. Ne? Ich benutze normalerweise Jagdmesser und andere in der Freiheit nicht mehr zugelassene böse Waffen. Ah ne, Arbeitsgegenstände nennt man das. So. Können wir mich ja irgendwas einmal zeichnen. Ich weiß, die Bildqualität ist wirklich grauenhaft, aber es ist ein Samsung-Telefon. Ne? Was erwartest du? Was erwartest du? Nicht. Genauso wenig, wie ich hier erwarte, dass hier irgendwas mal funktioniert, ja. Auf dem Geld wird er losgeworden heute, hä? Unglaublich, ja, unglaublich. So, noch mal eine Sache. Ich trage hier nichts bei zur Wirtschaft, hä? Lokalanästhesie-Wirtschaft und sowas, ne? Was ich hier schon für Geld raushaue, hä, für die Wirtschaft. Und ich krieg nichts zurück. Minderwertigen Scheiß kriegst du zurück, ja, schönen Dank auch. Ihr braucht keine Fachkräfte, Leute, ihr braucht bessere Qualität. Das ist eine Scheiße hier. Warum habe ich ausgerechnet dieses fette Klebeband noch gefunden? Jetzt ersetze ich das ewige Klebeband. Mit dem anderen Klebeband. Ja, was hab ich denn nur gegönnt? Der wasserfestes Klebeband, Jane. Und? Klebeband ist Klebeband. So habe ich es gelernt. In der Volkshochschule
Weil hoch ist der meist, ist der Ausdruck, wenn ich hier was mache, ne, hoch. Wie ist das jetzt kaputt gegangen? Ich weiß sogar. Und unschuldig wie ein Baby, hampel ich hier nämlich mit der Gartenmesser rum. So, pass auf jetzt. Jetzt haben wir diese Drecksau hier befreit. Jetzt muss ich gucken, wo das Loch war. Noch 5 Folien. So, warte, wo ist das Loch? Wo ist das Loch? Das rutscht bei meinem nächsten. Also, habe ich mich früher gefragt. Sehr fachmännisch. Das wird doch nicht hier. Ich brauche mehr. Eine Krütze hier ja, mit dieser Scheiße! Ja, genau, die Hose, da trennen wir es ab. Das macht voll Fetz. Brauchen unten noch dünneren Streifen, um das. Ich sehe schon die ganze fucking Rolle um das Lederrohr. Das sehe ich schon, komm. Wir wussten doch alle, worauf es hinaus lief, oder? Das wussten wir doch alle. Scheiß Licht. Trotzdem nicht. Doch gleich. Also hier tröpfelt im Augenblick nicht. Also er dauert so ein bisschen weiter. So. Ah, das ist jetzt erstmal bloß eine Zwischenlösung fürs Schnüffelstück. Shit, jetzt muss ich wieder hochfriemeln. Mein Gott. Weil ich das so scheiße hier geschnitten hab. Gesägt. So, dran die Matroschka. Komm hier schnell. Mein Gott, ja, ich klopp das einfach nicht hier. Ich will doch einfach bloß mal mein Gelumpi hier drinnen waschen. Ich glaube, nee, hier ist jetzt das Gewinde nicht richtig drauf. Was ist denn hier vor aus jetzt? Komm hier. Ja, wieso ist denn das hier in der verkehrten Richtung, wenn ich festmachen will? Es tröpft. Es ging doch gerade. Was ist denn nun los? Es tröpft. Ich habe keinen Bock mehr. Ich möchte einfach. Nee. Erstaunlich. Je mehr Klebeband ich dran mache, desto mehr tröpft. Wo ist jetzt hier die Logik? Der Gummiring oder was? Ist da eh noch drin? Bin ich zu blöd oder was? Dran die Scheiße hier! Fick die Henne, Junge! Langsam wird das nicht mehr feierlich. Oh, hier unten ging's doch gerade. Ja, ja, es gibt Briefe da hinten. Ne. Ich krieg die Scheiße nicht dicht. Kacke. Ein paar Stunden später. So, Leute. Es ist nachts um eins, ja. Ich konnte nicht schlafen. Mir hat das keine Ruhe gelassen. Mein Fehler war,
Ich habe einfach zu viel Klebeband dran gemacht, ne? Das war alles gar nicht nötig, weißt du? Ich habe hier jetzt einfach bloß, hier, guck mal, sieht man das mal? Einfach nur einen dünnen Streifen genommen, ne? Der hier ist relevant. Das ist ja der Streifen, der relevant ist. Das andere hier war, das ist Quatsch. Und ich mache jetzt an. Gehört. Und nicht treppelt. Es bleibt trocken. Haufen Klebeband für den Arsch. Ja. So ein kleiner Streifen hat am Ende gereicht. Weißt du, einfach nur einen kleinen Streifen ausgeschnitten mit einem Kartonmesser drauf und dann hat das funktioniert. Weißt du. Aber jetzt kann ich schlafen. Jetzt ist es dunkel. Ja, sowas lässt mir keine Ruhe, Leute. Ja, sowas lässt mir absolut keine Ruhe. Wenn irgendwie wenn ich irgendwie was geplant habe oder machen will und dann klappt das nicht, das lässt mir keine Ruhe. Ich will das zu Ende gemacht haben. Ja, ich kann dann auch nicht schlafen. Noch ein bisschen Pizza von vorhin. So, ich hoffe, ich habe jetzt erstmal ein bisschen Ruhe. Aber natürlich ist das auch bloß eine Zwischenlösung. Ne? Ich werde nächsten Monat mir wahrscheinlich, ja, ich werde mich da mal beraten lassen von jemandem vom Baumarkt. Ne? Da werde ich mal hingehen und, ne, mal schauen. Ne? Ja, ansonsten, das sollte jetzt noch ein Nachtrag gewesen sein. Ich gehe jetzt wieder ins Bett. Ja, meine Katze hat vorhin ganz doof geguckt. Ne? Die hat sich schon an den Strand gekuschelt und, ne, wir haben ja beide so gedöst. Und ich musste die jetzt runterschmeißen, weil ich musste die jetzt von mir runterklatschen, ne? Also nicht mit Gewalt natürlich, ne? Sondern ja, geh mal weg hier. Ne? Ich habe sie dann weggelockt mit Fressen. Das klappt ja immer nicht. Aber Essen? Hunger? Wenn sie die zwei Worte hört, steht sie sofort auf, ne? Ja, und jetzt habe ich das einfach das Klebeband. Das hat mir, wie gesagt, keine Ruhe gelassen. Das muss doch irgendwie gehen. Und es ging. Also, ne, es tröppelt nicht. Oder ich muss es ja erstmal übertreiben, ne, mit dem scheiß Klebeband. Und das war eine komplett verkehrte Entscheidung gewesen, das ganze Klebeband. So ein dünner Streifen hätte gereicht. Wie gesagt, das ganze Klebeband, das hat 10 Euro gekostet, ja. Und ich verschwende das wie Idi. Ne. Das war wirklich dumm von mir gewesen. Ne. Ich gehe jetzt wieder ins Bett. Gute Nacht. Vielen Dank fürs Zuhören.